Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich zeige euch heute die heftigsten Drogerie-Neuheiten. Und zwar haben sich unter dem Hashtag Sisterlove Essence und Catrice zusammengetan und wirklich etwas Grandioses auf die Beine gestellt. Wir wissen alle, Essence und Catrice gehören zusammen, falls nicht, wisst ihr es jetzt. Unter der großen Muttermarke Cosnova bilden sich die zwei Schwestermarken Essence und Catrice und es gibt fabelhafte Neuheiten. Ich habe alles schon getestet, ich habe alles schon genau unter die Lupe genommen und es wird Zeit, dass ich es euch endlich zeige. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Los geht's, viel Spaß dabei! Ich stelle auf meinem Kanal wirklich Dinge vor, hinter denen ich auch stehe und die ich wirklich gut finde. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, eben das Ganze für Essence TV schon genau unter die Lupe zu nehmen. Ein ausführliches Video dazu findet ihr auch auf dem Kanal. Da aber nicht jeder Zuschauer gleichzeitig von Essence TV ist, der auch mir folgt, habe ich gedacht, muss ich das unbedingt nochmal auf diesem Kanal aufgreifen, weil ich wirklich sehr, sehr überzeugt von den Produkten bin. Mein lieber Scholli, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich zeige euch am besten direkt das Highlight. Und zwar sind es diese fünf Pinsel hier von Essence in einem unfassbar schicken Style. Ich finde die so schön und als ich sie ausgepackt habe, war ich so positiv überrascht, wie weich die tatsächlich sind. Die machen richtig was her, nicht nur designtechnisch, sondern auch von der Qualität. Und wir haben hier einmal so einen fluffigen Blenderpinsel. Wir haben einen abgeflachten Lidschattenpinsel, mit dem man den Lidschatten sehr, sehr schön auf das bewegliche Lid zum Beispiel aufpressen kann. Und bei den Lidschatten, die gleich folgen, bei der Pigmentierung richtig gut. Dann haben wir hier einen Highlighter Brush und diesen Pinsel hier habe ich persönlich speziell für den unteren Wimpernkranz verwendet. Dafür eignet er sich mega. Und wir haben hier noch einen abgeflachten Pinsel für Contour, für Blush, für Bronzing, je nachdem, wofür du den verwenden machst. Also eigentlich fünf Pinsel, die man für ein Make-up benötigt, für kleines Geld in Mega-Style und guter Qualität. In dem Aufsteller findest du noch von Essence so eine wunderschöne Make-up-Tasche in einem rosé-goldenen Style, passend zu den Pinseln, die da übrigens auch perfekt reinpassen und noch viel mehr Make-up. Also die hat ordentlich Stauraum. Ich mag so eine Tasche super gerne, gerade zum Reisen und die ist zudem noch richtig stylisch. Ich sag euch, so wie es ist, ich bin völlig überfordert mit dem, was Catrice da in die Drogerie rausgehauen hat, beziehungsweise die beiden Schwestern, weil das ist wirklich eine heftige Qualität und genau deswegen drehe ich dieses Video nochmal für euch ab, damit ihr wirklich das nicht verpasst und die Chance bekommt, schnell zu sein, um in die Drogerie zu rennen und das Ganze wirklich auch nochmal für euch auszuprobieren und zu entdecken, weil ich könnte mir echt vorstellen, dass diese Teile super schnell vergriffen sind. Ich zeige euch zuallererst mal diese beiden Paletten hier. Das ist einmal die Addicted to Berries Eyeshadow Palette und einmal die Addicted to Sorbet Face Palette. Die beiden bilden so ein Pendant, sind aber einzeln erhältlich. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Jede hat einen einzelnen Preis und die müssen beide gekauft werden, kommen also nicht im Set. Das ist die Lidschattenpalette. Addicted to Berries beinhaltet 12 hochpigmentierte Lidschattenfarben in den Berry-Farbtönen. Und das alles ist so schön aufeinander abgestimmt. Hier sind sogar noch Goldtöne dabei und man kann richtig krasse Looks damit schminken, weil die knallen so heftig. Die performen so geil auf dem Lid. Sorry für meine Wortwahl, aber mir fällt was anderes dazu gerade nicht ein. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Und das hier ist die Face-Palette dazu. Und ich zeige euch jetzt einfach mal nur die Pigmentierung. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir hier in dieser Palette wirklich ein matter Ton fehlt. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich matte Farben bevorzuge. Aber als Highlighter-Palette ist die für mich wirklich sehr, sehr gut, weil die einfach eine heftige Pigmentierung hat, wie alle anderen Paletten auch. Ey, das ist so brutal, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. No words needed. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es geht weiter mit der nächsten Lidschattenpalette und mit der nächsten Facepalette. Wieder das Pendant. Einmal die Addicted to Chai Latte Facepalette und einmal die Addicted to Spices Eyeshadow Palette. Wie die Verpackung schon vermuten lässt, wird das Ganze so ziemlich rot aussehen. Also würzig. Und diese Lidschattenpalette gefällt mir mit am besten. Ich finde, sie erinnert von der Farbgebung auch ein bisschen an die Naked Heat Palette. Und die Pigmentierung kann, glaube ich, auch sehr mithalten. Eine wahnsinnig schöne Palette. Gerade der Ton Pink Pepper hat es mir sehr, sehr angetan. Ein unfassbar schöner Ton. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal swatchen, wenn ihr die Möglichkeit habt in der Drogerie. Und dazu die passende Face Palette. Hier ist sogar ein matter Ton drin. Der ist nicht zu 100% matt, aber wirkt auf der Wange schon sehr matt. Das ist ein Blush. Dann haben wir hier so einen dunklen Bronzing-Ton, der allerdings sehr, sehr
pigmentiert ist und sehr, sehr doll schimmert. Also könnte man auch als Highlighter verwenden, wenn man so ein bisschen dunkler vom Hautton ist. Und ein unfassbar schöner Highlighter. Boah, das ist so schön, so cool. Ich bin wirklich total aufgeregt, weil ich diese Reihe wirklich sehr, sehr feiere, muss ich wirklich sagen. Das hier sind die nächsten beiden Paletten. Einmal die Addicted to Passion Fruit Face Palette und einmal die Addicted to Exotic Fruits Eyeshadow Palette. Diese Palette hier hat mich etwas überfordert von der Farbgebung her. Die ist sehr, sehr bunt und mir fehlt hier so ein Crease-Ton drin. Also ein Übergangston, den man in die Lidfalte blenden kann, der auch mit den anderen Farben schön harmoniert. Wir haben hier zwar so ein bisschen was Mattes, Helles, aber ich finde das Ganze schon ziemlich schwierig in Kombination mit den anderen Farben. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen kreativ unterwegs sein. Und was ich auch nochmal sehr, sehr positiv hervorheben möchte, ist, dass dieser Honeyberry-Ton, also dieser türkisfarbene Ton hier oben, richtig krass auf dem Augenlid performt. Der ist so schön. Und passend zu dieser Palette kommt dann auch eine sehr farbenfrohe Face-Palette, wie ich finde, mit einem sehr goldenen Maracuja-farbenen Highlighter. Diesen Bronzer hier oder diesen Highlighter mag ich sehr gerne. Ein richtig schöner matter Blush. Ich mag diese Farben super gerne, so ein bisschen was Gedecktes, Erwachsenes. Und das Ganze kann man hier nochmal mit so einem schimmernden Blush vielleicht kombinieren, also gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, dieser Gelbton hier wäre jetzt nicht so meins, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber dafür die anderen drei Farben. Das Beste kommt wie immer zum Schluss und das ist wirklich mein absoluter Favorit hier. Das ist einmal die Addicted to Patisserie, ach, diese Namen, ne? Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall eine Face-Palette und das hier ist die Addicted to Chocolates Palette. Die ist so schön. Schaut mal bitte. Also ich finde keine Worte für diese Schönheit wirklich. Dieser Karamellton ist ein perfekter Lidfaltenton. Alle Farben sind so harmonisch aufeinander abgestimmt und knallen wirklich auf dem Augenlid. Haben so eine heftige Qualität. Und ja, ich merke es gerade selber. Ich gerate total ins Schwärmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele jetzt die Behauptung aufstellen möchten, dass das alles eh nur bezahlt ist und dass der größte Schrott ist. Also davon mal ganz abgesehen, dass ich auf meinem Kanal nicht zeige, was Schrott ist, beziehungsweise nicht zeige, wo ich nicht hinterstehe, nur wegen der Kohle wegen, ist dieses Video vollkommen unbezahlt, Eigeninitiativ und es ist wirklich etwas, was ich euch ans Herz legen möchte. Und ihr merkt es an meiner Euphorie wahrscheinlich auch, dass ich hinter diesen Produkten wirklich stehe. Also das ist wirklich der Oberhammer, das ist Next Level in der Drogerie und ich verspreche es euch, ihr werdet nicht enttäuscht. Ich zeige euch jetzt nochmal die letzte Palette hier, das ist die Face Palette, die jetzt leider ein bisschen untergegangen ist in diesem ganzen Gequatsche. Es ist deklariert als Blush, Bronzer und zwei Highlighter-Töne, wobei ich aber sagen muss, dass das hier für mich schon Highlighter-Töne sind. Das zählt für mich irgendwie nicht richtig als Bronzer. Ist Ansichtssache, glaube ich. Und hier haben wir noch einen Blush. Der Blush ist matt und in so einem zarten Rosa. Also die Farbwahl gefällt mir unglaublich gut. Diese Palette ist für den Alltag schön, für den Abend schön. Und man kann einfach alle Farben, finde ich, sehr gut gebrauchen. Das ist auf jeden Fall eine Palette, die mich in nächster Zeit sehr, sehr oft begleiten wird. Also ich weiß nicht, wie lange die Sachen in der Drogerie sein werden. Aber es lohnt sich da auf jeden Fall mal schnell hinzuhuschen und das Ganze zu swatchen. Zu swatchen und sich seinen Favoriten rauszusuchen. Props gehen raus an Cosnova, die mir das ganze Set komplett in zweifacher Ausführung geschickt haben, sodass ich noch eins in Original verpackt habe und für euch verlosen kann. Richtig cool, oder? Hallo, wir gehen einfach mal richtig steil gerade auf die 70.000 Abonnenten zu. Das macht mich unglaublich stolz und ihr werdet auch immer aktiver. Wir kommen richtig in Kontakt und sind im Flow. Das stärkt mir den Rücken und das motiviert mich. Und ja, wir sind eine richtige Familie geworden. Und genau deswegen möchte ich dieses große Paket mit allen 8 Paletten, mit dem Pinselset und der Schminktasche an einen von euch verlosen. Ihr solltet dafür natürlich Abonnent meines Kanals sein, um an der Verlosung teilzunehmen und ein liebes Kommentar in die Kommentare schreiben. Es bleibt euch überlassen, was ihr da reintippt. Wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, vergesst nicht den Hashtag MickeySquad, unten im Blau nochmal unter dem Video markiert, einzufügen. Und wenn ihr richtig cool seid, gebt ihr dem Video noch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage bis bald. Tschüss.